Kommen wir zur Königsklasse. Ah. Dem besten Film des Jahres. Foomiest Film of Life. The most fantastic. Nee, the fantastical. Most fantastical Film of the Year. Wir haben keinen. Ganz einfach. Es gibt wieder, also wir schaffen hier gerade einen Ring, in dem sich alle Filme um diese extrem prestigeträchtigen Preis prügeln können. Mangels der Filme lassen wir die Kinokarten gegeneinander antreten, aber ja. Bisher sind die noch sehr... Moment, okay. Real Steel gegen Flucht der Karibik. Oh Gott, die beiden doch nicht, nein. Wir haben halt aber eine kleine Auswahl und an einigen überschneiden wir uns auch so ein bisschen. Ich denke mal, also wir haben eben schon gesagt, wir fanden Paul ganz toll, aber es ist trotzdem halt noch so... Es gibt noch bessere Filme, gab es dieses Jahr. Und meiner Meinung nach, ich habe True Grit gesehen, der war fantastisch, der Film. Aber das ist eigentlich fast jeder Film von den Coen-Brüdern ist eigentlich gut. Also zumindest gut ist er. Ist nicht immer fantastisch, aber zumindest gut. Ich persönlich war unglaublich beeindruckt von Trollhunter. Aber da habe ich halt dagegen zu halten, dass es ein Found-Footage-Film ist. Also ein Film, der mit der Prämisse herangeht, dass das, was man da sieht, tatsächlich echt gefilmtes Material sei, das irgendwie gefunden wurde oder sowas dann halt. Und ich finde, das ist zwar auch eine Kunst, so einen Film zu machen, aber ich habe es dann halt doch lieber auf die klassische Art dann doch wieder. Also wo man nicht von dem Vorgang, nicht von der Prämisse der Echtheit des Materials ausgeht. Als nächstes hätte ich auf der Liste bei mir noch, wären Super 8 und Captain America im Rennen. Und Captain America ist wirklich, auch wenn ich eigentlich persönlich Iron Man lieber mag, hat Captain America leider den besseren Film bekommen als Tony Stark bis jetzt. Und darum ist er so weit oben. Genauso das gleiche mit Tim und Struppi, der einfach fast schon perfekt war und der nochmal gezeigt hat, dass Spielberg auch heute noch gute Unterhaltungsfilme machen kann. Wenn er nicht gerade wieder an einem Krieg der Welten Remake rumdoktert. Und letztendlich habe ich noch Gottes Gemetzels gesehen und ich habe, glaube ich, so viel gelacht wie in keinem anderen Film letztes Jahr. Und das will schon was heißen. Also. Und das ist jetzt nun die Frage eigentlich. Muss ich da überhaupt einen besten Film draus suchen? Nein, nicht. Ich habe auch keinen. Also bei mir sind in der engeren Auswahl... Ebenfalls Super 8. Einfach auch, weil ich die Protagonisten sehr sympathisch finde. Ich kann mich sehr gut mit diesen Kindern identifizieren, die einen Zombie-Film drehen. Ja, ja. Warum haben wir noch keinen Zombie-Film gedreht? Weiß ich nicht, aber wir hatten damals andere Sachen vor. Wir hatten andere Sachen. So, ne? Das waren tolle Zeiten. Bäume. Brot und Bäume. Dann ebenfalls Tim und Struppi. Das ist ein wunderbarer Abenteuerfilm, wobei ich glaube, dass er nicht der beste des Jahres war. Sherlock Holmes 2 könnte auch in dieser Kategorie diesen Preis gewinnen, wobei ich glaube, meine Erinnerung ist dann noch sehr verklärt, weil das der Film ist, den ich als letztes gesehen habe von all diesen Filmen. Und für mich persönlich der Höhepunkt des Jahres, Blubberheller. Nein. The Thing. Das Original ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Und das Prequel ist auch sehr cool. Auch wenn es für, ich sag jetzt die Reihe, obwohl das eigentlich nur die beiden Filme sind, völlig überflüssig war, dieses Prequel zu machen. Und auch, dass man in diesem Prequel dieses riesige Raumschiff betreten hat, das hat nicht ins Setting gepasst, fand ich. Aber diese ganzen kleinen Details, wie eben die zerstörte Station der Norweger, und wie diese ganze Zerstörung da zustande gekommen ist, was man im Original dann sieht, finde ich sehr cool, muss ich sagen. Es ist einfach cool zu sehen. Außerdem hat dieser Film einen Preisträger, den wir später noch küren werden. ich küre einen anderen.
Ja. Dann wird sich ja zeigen. Ja, das waren meine. Wobei Bunraku ist, glaube ich, auf jeden Fall der trashigste Film des Jahres. Ja. Wollen wir den auch noch ehren? Den trashigsten Film, des Jahres. Wir müssen auch den deutschesten Film machen. Okay, gut. Wir fahren weiter mit unseren nächsten Kategorien. Dann gleich nach der Werbung. Fahren wir fort mit dem trashigsten Film des Jahres. Wie ich eben schon gespoilert habe. Ja. Es tut mir leid, Schande über mich. Der trashigste Film des Jahres, Bunraku. Mhm. Erzähl, worum es geht. Ich weiß es nicht mehr. Ich werde meine kurze Zusammenfassung, die ich hier mir von meinem Autorenteam habe, zusammenstellen lassen. Er wirkt durch das Papierstilmittel furchtbar. Da fehlt ein Wort. Trashig sollte da stehen. Ich habe aus Versehen das Verb. Das ist doof, wenn nur furchtbar steht, weil das wollte ich nicht sagen. Die Story des Films ist eigentlich völlig hohl, weil es darum geht, dass eine Gang die Stadt beherrscht und Kämpfe abhält, dass andere Gangs sie herausfordern und dann die herrscht über die Stadt. Das an sich... Ich weiß noch nicht, was das sicher. Doch, doch, darum geht es. Das an sich ist sehr hohl. Die Umsetzung ist umso hohler. Aber der Film hat einfach Spaß und das nicht zuletzt, weil Woody Harrelson als Badass Barkeeper Mentor in einer Person... Einfach, weil er unglaublich Badass Barkeeper-Mentor ist. Also es sollte mehr von diesen Filmen geben. Woody Harrelson kann alles spielen, was so leichten Hang zum Wahnsinn hat. Irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Also ich hab ihn letztes Jahr in Freunde mit gewissen Vorzügen gespielt. Da hat er einen... Freunde mit gewissen Vorzügen gespielt? Nee, ich hab ihn gesehen, weil er hat da gespielt. Natürlich, aber ich hab da mitgespielt, natürlich. Als Woody Harrelson. Als Woody Nein, er hat da einen schwulen Chefredakteur gespielt. Und das hat er richtig gut draufgekriegt. Also er hatte, also nicht, ich will jetzt nicht sagen, dass Schwule wahnsinnig sind, das stimmt nicht, aber sein Schwuler war wahnsinnig. Aber nicht in dieser Art und Weise, dass, so wie Traumschiff Surprise jetzt hier von Bully, also Periode 1 da, sondern man hat es ihm abgekauft, dann halt, man hat aber auch gesehen, dass er irgendeinen an der Waffel hat einfach. Und das war überhaupt sehr gut, also dass es nicht so aufgedreht war dann halt. Ja, aber bei Bunraku, ich dachte halt, die Handlung wäre einfach nur Woody Harris ist ein Barkeeper, der zwei Auftragskiller mit seiner kleinen Ente herumfährt. Ach ja, im Grundprinzip dieses Films ist, dass es keine Schusswaffen gibt und die Leute sich deswegen prügeln. Weil die Schusswaffen wurden nach dem Krieg verboten. Ja. Der Film macht einfach keinen Sinn. Aber er macht unheimlich Spaß. Er macht unheimlich Spaß. Ja. Ich habe ihn mir eigentlich nur gekauft, ich habe das Cover gesehen, ich habe gelesen, Woody Harrelson und Ron Perlman, er spielt den Bösen in diesem Film, Ich habe dann auf die Rückseite gelesen und habe gedacht, scheiße, ist das ein Trash, den Film muss ich sehen. Obwohl Ron Perlman nicht wirklich in diesem Film drin ist. Ja, das ist richtig, es ist mehr die Haare vor Ron Perlmans Gesicht. Ja, und er hat so einen abgefahrenen Hut auf irgendwie. Ja. Also, der selbst, also in der Zeit, wo man ihn wirklich getragen hat, das ist so ein Musketierhut irgendwie oder so. Selbst in der Zeit wäre er einfach viel zu groß gewesen. Aber der Film hat einfach Spaß gemacht, das ist auf jeden Fall so. Und deswegen liebe ich Trash-Kino. Deswegen konnten leider auch... meine persönlichen Trash-Favoriten von Uwe Boll in diesem Kategorie dieses Jahr nicht abräumen, obwohl er gleich drei Filme ins Rennen geschickt hat. Ja. Aber er wird leider besser, das heißt, die Filme werden schlechter. Ja, je besser Uwe Boll wird, desto langweiliger wird es, seine Filme zu gucken, weil eigentlich sind seine Filme nur gut, wenn sie wirklich schlecht sind. Also dann sind sie unterhaltsam. Dann sind sie unterhaltsam. Ich habe auch noch so, also hart dran eigentlich an der Grenze zum Trash, finde ich, ist Thor auch. Aber weniger in der Art, dass er schlecht gemacht ist, sondern einfach, dass er sich überhaupt nicht ernst nimmt. Stimmt. Und ich meine, es war halt von einem Außerirdischen, der für einen Gott gehalten wird, der auf einem Regenbogen die Erde besucht.
kommt schon. Mit seinem Mini-Hammer, den finde ich immer noch so niedlich. Und sowohl die Drehbuchautoren als auch der Regisseur als auch die Schauspieler scheinen das zu begriffen haben. Dann ja. Und das macht diesen Film einfach gut. Also der Film nimmt sich nicht ernst. Das ist gut so. Das ich meine, er lernt zwar eine ernste Lektion und sowas alles, so was sich alles im Rahmen von Hollywood-Lektionen halt bewegt und sowas. Das ist so ernst, wie er wird dann einfach. Aber wirklich, also richtig ernst nimmt er sich nicht. Also das ist einfach Hauptsache Spaß scheint bei dem Film zu sein dann auch. Ja. Genau, also der ist nah dran eigentlich, finde ich auch. Also so edel Trash-mäßig. Ja, er hat so hohe Produktionswerte für genau. Die Trash-Kategorie. Ja, er sieht so gut aus einfach. Natalie Portman sieht so gut aus, finde ich. Darum ist es kein Trash-Film. Fahren wir fort nach der nächsten Werbepause mit unserer nächsten Kategorie. Und jetzt, machen wir die Überleitung wie bei Wayne's World.